Hallo und seid herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Wir machen heute am Peugeot Elisio 50 Zylinder weiter. Gestern habe ich noch gesagt, ich möchte hier nochmal vier Kanten leicht nachglätten. Das werde ich machen, aber ohne Kamera. Das heißt, ich werde das jetzt noch schlichtweg fertig machen und dann muss das Ganze natürlich auch richtig dementsprechend gereinigt werden. Und vielleicht habt ihr es schon gesehen, hier steht was: mit diesem Teil spülen wir den kompletten Zylinder aus, gehen danach nochmal mit Pressluft dran, dass auch alles rausgeschossen wird. Und dann heißt es Zylinder trocknen lassen bis zur Verbauung. Das heißt, dieser Zylinder soll jetzt ja nun schnellstmöglich verbaut werden, dass wir mal ein Stückchen wieder vorankommen. Aber nach und nach immer die Ruhe bewahren, es läuft nicht weg. Einmal einen Fehler machen, schon kann das Ganze umsonst gewesen sein. Von daher Stück für Stück. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall, oder nein, ich schaue mir den Zylinder an und dann sehen wir uns beim Spülen wieder. Die Kanten habe ich abgeschliffen. Ja, das macht ein oder ist ein gutes Gefühl. Ich zeige euch das trotzdem nochmal. Diese inneren Kanten hier. Ne, es geht nur um diese inneren Kanten. Die habe ich, wie man auch noch sieht, ne, da ist noch von Schleifen das ganze Zeug dran. Das ist jetzt auf jeden Fall in Ordnung. Sollte in Ordnung sein. Jetzt seht ihr aber noch, wenn wir uns den Kopf mal richtig anschauen, seht ihr hier so ein bisschen, ja, wie Rost. Es ist nun mal Grauguss. Und diese Oberfläche möchte ich jetzt natürlich nochmal bearbeiten. Dazu habe ich mir natürlich was vorbereitet, was ihr jetzt sehen werdet. Ne? Draußen feiern die Kinder anscheinend. Party. Also, wir sehen uns beim Nachschleifen. Was ich doch dazu sagen möchte ist, jetzt könnt ihr mal sehen, wie ich, wenn so ein Zylinder gerade vor Ort ist und ich die Möglichkeit habe, wie ich damit umgehe. Das heißt, ihr seht mal, was liegt bei Peter noch alles so im Hintergrund, was er oder wozu er noch gar nicht kam. Jetzt haben wir die Möglichkeit und jetzt wird geputzt und geschrubbt. Sucht euch eine gerade Unterfläche. Diese Unterfläche reicht Menge aus. Sie ist gerade, sie ist schön ebene und das funktioniert. Nehmt euch ein bisschen Schmirgelpapier. Oder Schmirgellein, nein, Schmirgellein wäre jetzt der falsche Ausdruck, Schmirgelpapier. Hier habe ich jetzt 2000er drauf, also gespannt, festgemacht. Ne? Und jetzt nehme ich den Zylinder, wie gesagt, die Oberfläche. Es geht jetzt rein nur wegen der Oberfläche, dass ich hier erstmal sehen kann, ist die Oberfläche gerade oder ist sie vielleicht unförmig, aber auch, dass ich ja hier oben das sauber bekomme. Ich setze den Zylinder jetzt so einfach an. Und indem ich den Zylinder so aufsetze, drehe ich ihn nach hinten weg. Also ne, bis zur Kante. Ich setze ihn auf, drehe ihn und setze ihn ebenfalls wieder so auf. Ich zeige euch das mal. So aufsetzen. Drehen, nehmen, drehen, nehmen, so dass ich auch immer schön drauf liege auf dem Schmirgelpapier. Drehen, drehen, drehen. Jetzt können wir uns schon mal die Oberfläche angucken. Seht ihr? Könnt ihr das sehen? Dieser Zylinder war ja schon mal verbaut. Aber warum, aus welchem Grund habe ich ihn abgenommen?
Genau, wegen diesen Nacharbeiten. Ne? Er liegt ja nun jetzt schon Jahre. Und jetzt komme ich endlich mal dazu, wo ich sauber nacharbeiten kann. Das heißt, ich ziehe ihn übers trockene Papier. Ne? Nicht, also ich feuchte es nicht an. Immer schön aussetzen, ziehen. Natürlich auch sehen, dass ihr die Fläche schön ausnutzt, weil hier setzt sich ja schon was ab. Also die Fläche nach Möglichkeit schön ausnutzen. Und man sieht, umso mehr ich ziehe, entsteht ja sozusagen auch hier wie so ein Feinschliff. Und aber seht ihr auch den Unterschied zu vorher? Hier ist nichts mehr von dieser ersten Schicht drauf, weil wir diese Schicht schon mal runtergeholt haben. Ich möchte ja den Zylinder nicht planen. Ich möchte ihn nur aufs Mögliche sauber haben, um ihn bedenkenlos zusammenbauen zu können. Im Grunde sollte das sogar schon reichen. Ja, das sieht gut aus. Hier ist, ja, das sieht recht gut aus. Wie prüfe ich eine Ebene? Ganz, ganz einfach. Hier habe ich jetzt ein Lineal, also ein massives Lineal aus Blech. Und wenn ich jetzt, das ist richtig schön kerzengerade, ne? Hier unten ist es richtig schön kerzengerade. Wenn ich jetzt einmal diesen Punkt aufsetze, mal gucken, ob wir das einfangen können. Setze ich es einmal so an und ich setze es, Moment, so, einmal so an. So könnt ihr sehen, ob die Oberfläche gerade ist. Und das sieht ganz gut aus. Deshalb kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Aber guckt euch jetzt mal das Schleifpapier an. Was man oder was ich da abgezogen habe. Nur die Oberfläche. Das hat gut was weggenommen. Und auch, wie man sieht, schön in der Ebene. Ne? Jetzt kommt die Endphase. Genau. Wir reinigen den Zylinder. Genau. Eine weiche Unterlage, um jetzt das Gerät hier einzuschalten. Hier ist lauwarmes Wasser drin. Ne? Und das ist mein kleiner, sozusagen, Hochdruckreiniger. Warum mache ich das mit Wasser? Schadet nicht. Aber ich muss ihn oder sollte ihn schnellstmöglich trocknen. Ne? Gerade jetzt, wo so viel Feuchtigkeit ist. Und wir legen mal los. Erstmal Druck aufbauen. Das sieht schon gut aus. Und loslegen. Überall. Also ich gehe über den ganzen Zylinder komplett drüber. Kanäle, alles schön spülen. Sicher spritzt es etwas, das ist aber nicht ganz so schlimm. Ich nehme jetzt ein sauberes Tuch und stelle das Ganze erstmal ab. Nun kommen wir zum Rest oder zum Schluss. Hier ist genug Dampf drauf und halt das extra ein bisschen runter, aber ihr könnt das ruhig sehen. Ich leg mal los.
sauberes Tuch und ich gehe jetzt noch mal innen drinne nach, ne? Das heißt hier, ich gehe noch mal die Lauffläche nach, trockne das Ganze mal ein bisschen nach, weil wir gucken uns gleich den Zylinder an, aber vorher lege ich ihn ein bisschen auf die Heizung, dass die restliche Feuchtigkeit raus kann. Das heißt, hinter mir läuft die Heizung. Ich lege ihn jetzt so knapp vorne hin und habe die Heizung hochgedreht. So kann er jetzt schön austrocknen. Wie gesagt, dann kann auch kein bisschen Rost weiter entstehen. Und dann ist er auf jeden Fall fertig. Ich wollte euch noch mal den Kopf zeigen. Den werde ich natürlich auch noch sauber machen. Das hatte ich ja angekündigt. Und hier brauche ich aber nichts machen. Dieser Kopf war ja verbaut. Und man sieht, der sieht wirklich top aus. Da brauche ich auch nichts abziehen. Es ging jetzt wirklich nur rein um den Zylinder. Ich bereite jetzt meine Fläche vor. Nanu. Also das klebt aneinander wie nichts, muss ich sagen. Ich bereite jetzt auf jeden Fall meine Fläche vor. Ihr könnt euch bestimmt schon denken, wenn ich mir Handschuhe anziehe, was ich vorhabe. Braucht man ein bisschen Platz machen hier. Das heißt, das Kabel weg. Genau. Der Motor kann hoch. Es gehen hier die Arbeiten jetzt los. Ich sage nur, dieser Schraubendreher, dieses Holzstück kommt morgen zum Einsatz an diesem Motor. Und was ich damit vorhabe, werdet ihr dann sehen. Es darf natürlich hier drinnen in sich auch nicht wackeln, klappern. Es muss wirklich sauber anliegen und fest sein. Ich sag's mal so. Dieser Schraubendreher kommt morgen zum Einsatz. Aber wir gucken uns jetzt nochmal den Zylinder an. So sieht der Zylinder nun aus. Das Ganze wird sich natürlich auch wieder einlaufen, wenn er jetzt in Betrieb genommen wird. Und das ist der Auslass. Man muss wirklich schnell trocknen, dass es hier gar nicht ruckzuck zum Rosten kommt. Ne? Wie ich schon sagte, gerade bei dieser Feuchtigkeit. Ja, ich denke, das Ganze hat sich gelohnt. Doch. Zylinder hin, Zylinder her. Der Peter will nicht mehr. Damit sind wir durch. Bleibt am Ball. Jetzt wird es richtig spannend. Wird es richtig spannend oder... ich weiß nicht, was für euch spannender wird oder ist. Zylinder oder jetzt... testen, Motorblock, das heißt die Kurbelwelle, das Pleuel, Kolben, Lager, das kommt in dem nächsten Video. Warum mache ich immer Abschnitte? Das könnt ihr euch denken, weil jeder soll immer ein Stückweise was aufnehmen können. Oder wenn er nach was Speziellem sucht, dass er das Spezielle bekommt. Und als wenn ich jetzt alles durchziehen würde und... keiner wüsste mehr Bescheid, was läuft. Sogar ich nicht. Das wäre schon die Krönung. Bleibt am Ball. Freitag. Wir haben heute Freitag. Na, wenn das nicht optimal ist. Also, einschalten beim nächsten Mal, wenn ihr möchtet. Tschüss.